Und Hallöchen, heute mein Video von draußen. Ich hoffe, es gefällt euch und das Plätschern im Hintergrund ist nicht zu laut von unserem Teich. Heute möchte ich euch zwei Bücher vorstellen, von denen ich sehr begeistert war, die ich beide hintereinander weggelesen habe. Fangen wir mal mit dem zweiten Buch an, das ich gelesen habe. Das habe ich letztens per Post bekommen. Es ist ein englisches Kinderbuch. Und heißt The Monster Princess. Mein Englisch ist nicht besonders gut. Ich fange jetzt erst wieder an, mich drauf einzustellen, weil ich bald Fachenglisch bekomme. Und deswegen habe ich mir gedacht, fange ich an, englische Bücher zu lesen. Ich mochte dieses Buch sehr gern. Es war sehr lustig und kurzweilig. Und natürlich auch einfach gehalten. Es hat eine einfache Geschichte, die um diese kleine Monsterprinzessin handelt, die ein sehr gutes Zuhause hat und trotzdem sich wünscht, einmal eine Prinzessin zu sein. Ja, so zieht sie halt los ins Schloss und versucht sich mit den drei Prinzessinnen anzufreunden. Das alles nimmt dann seinen Lauf und die Geschichte hat, finde ich, eine wunderschöne Moral am Ende. Ich finde, das Mädchen ist danach selbstbewusster und man hat sehr wohl etwas draus gelernt. Ich habe mir danach auch die Kommentare auf Goodreads angesehen von den Rezensionen und jemand hat geschrieben, hat einen Stern gegeben und hat geschrieben, er möchte solch einen moralischen Scheiß nicht bei sich zu Hause haben und nachdem er es seinem Sohn vorgelesen hat, hat er es durch den Raum geworfen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, erstens glaube ich, er hat die Moral nicht verstanden. Zweitens, was bringt er denn für seinem Sohn für eine Moral bei, wenn er Bücher durch die Gegend schmeißt? Er schätzt dieses Stück Geschichte also nicht wert. Ich finde, ehrlich, es ist ein wirklich gutes Buch. Ich kann auch verstehen, wenn jemand nicht ganz so begeistert davon ist, aber moralischer Scheiß, es geht schon ein bisschen zu weit. Es hat auf Goodreads, glaube ich, im Insgesamten so eine Bewertung von 3,5. Ich würde es trotzdem empfehlen, sich zuzulegen. Bei mir hat es schon eine Weile gedauert, bis es angekommen ist. Aber es lag daran, dass es Import aus Amerika war. Und auch der Autor, der McCall, schreibt eine Reihe, die ich auch noch lese. Die Pentagon-Reihe. Auch ein Grund, warum ich jetzt anfange mit Englisch, weil ich glaube, dass sie nur bis zum fünften Buch oder so auf Deutsch übersetzt wurde. Heißt, danach muss ich sie auf Englisch weiterlesen. Es wird ein harter Brocken für mich. Jedenfalls ein Buch, was ich gerne empfehle, auch für Leute, die gerne mit Englisch wieder anfangen möchten. Für mich ist es mein Englisch-Motivationsbuch. Okay, jetzt hat mich ein zweites Buch in den letzten Tagen noch sehr begeistert. Ich glaube, dass ihr es kennen werdet. Es ist Schatten und Licht. Ich habe auch schon den zweiten Band da, aber ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt gleich hinterher lesen möchte. Heute Abend findet nämlich bei mir eine Lesenacht statt, beziehungsweise übers Internet eine Lesenacht. Und ich habe mich noch nicht entschieden, was ich lesen möchte. Jedenfalls habe ich das erst letztes beendet. Und es war wirklich stellenweise, wo ich gedacht habe, wow, was ist hier passiert? Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Und dann wurde wieder auch Ruhe reingebracht und ein anderes Setting durch diese damals Passagen. Die ja die Jetzt-Passagen ablösen. Und ich bin echt... Also ich war selten so angetan von einem Buch, von einem Buch aus neuerer Zeit. Und ich wünschte mir, dass die beiden zusammen vielleicht nochmal ein Projekt schreiben. Zwar nicht unbedingt gleich, aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, würde ich das durchaus begrüßen. Ich finde es auch schön, dass man sich dabei so gut vorstellen kann, wie so dieser typische Held ist. Ich stell mir also vor, die machen da ihre Heldenposen. Das sieht total albern aus, aber im Prinzip ist es so ernst rübergebracht, dass man in der Geschichte folgen muss, sie beim Lesen glauben muss. Und ich habe auch ein, zwei Tränchen verdrückt, weil ich mir gedacht habe, oh, wie schlimm, was denen alles so passiert ist, da in dieser Schulzeit. Vor allen Dingen auch das mit dem gleichgeschlechtlichen Pärchen. Und ich musste schon ein, zweimal schlucken hinten dran, aber ich habe, wie das nun mal so ist, das Herz hat Hoffnung, dass die Geschichte zu einem guten Ende geführt wird. Und ich denke mal, bei Superheldengeschichten sollte das auch so der Fall sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber Avel hat ja auch eine Rundmail geschickt, dass man seine
sozusagen sein bestes Abenteuer beschreiben soll, und dann kann man irgendein Buch gewinnen. Ich habe jetzt nicht genau durchgelesen, da habe ich mir gedacht, was so mein bestes Abenteuer wäre. Und eigentlich ist doch das beste Abenteuer immer das Buch, was man als letztes gelesen hat, von dem man, also was man gerade liest und von dem man richtig begeistert ist. Ich habe vielleicht eine Handvoll solcher Bücher, aber so ein richtiges Abenteuer, also wenn man richtig auf Abenteuer ausgeht, finde ich, die richtigen Abenteuer sind immer noch die Kinderbücher. Die sind für mich am fantasievollsten und am ausgefallensten. Ja. Und ja, vielleicht nehmt ihr euch meine beiden Tipps zu Herzen und schaut mal in beiden Büchern ein bisschen rein. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich wieder weniger faul bin. Tschüss.